Weiter geht's mit Fallout. Ich fast das. Weil ich in diesem Kühlschrank eingesperrt war. Na, ja, bin ich auch im Dummkopf. Weiter geht's. Ich musste noch kurz das Mikrofon herholen. Das war noch doofe. Wir machen direkt voll die krasse Action. Denn wir wollen ja noch Billy die Bubble die Bub wegbringen. Diesen kleinen Jungen hinter uns. Und wir sollen ihn in dieses Haus bringen. Und da oben ist ein Geschützturm. Wie eklig. Was haben wir denn hier? Billy, du wirst es nicht glauben. Mama? Papa? Deine Eltern sind auch hässlich. Billy! Strong, lass ihn doch durch. Wow. Junge, bist du es wirklich? T-Buddy. Ich bin's wirklich. Oh mein Gott. Wir dachten, du wärst tot. Was ist mit euch passiert? Ihr seht ja genauso verbrannt aus wie ich. Wir sind Ghule, Billy. Die Strahlung hat uns verändert. Genauso wie dich. Aber mach dir keine Sorgen, Billy. Deinem Vater und mir ist es egal, wie du aussiehst. Wir haben dich aus... Sorry. Scheiße. Aber ich denke, es lief schon schief, weil ich... sexy Frodo. Weil ich direkt was geklaut habe da, so neben denen. Hopp, dann labert nochmal. Los, labert. Schnell. Kara! Was nicht näher kommen. Mama? Papa? Seid ihr da drin? Hopp, macht was. Macht euer Familiending. Los. Junge, und dann klaue ich euren Scheiß. Bist du es wirklich? Ich bin's wirklich. Mensch, Pilli, das ist so schön, Pilli. Wir dachten, du wärst tot. Was ist mit euch passiert? Ihr seht ja genauso verbrannt aus wie ich. Wir sind Ghule, Billy. Billy. Die Strahlung hat uns verändert. Genauso wie dich. Oder der Strong. Mach dir keine Sorgen, Billy. Deinem Vater und mir ist es egal, wie du aussiehst. Wir haben dich. Weil wir genauso aussehen. Mama, ich habe euch so vermisst. Es ist so lange her. Danke, dass du uns den Jungen zurückgebracht bitte. Hast. Bitte. Ja. Du da, ja. Im Haus. Oh fuck. Ich will diese Ghule. Vor allem den Jungen. What the fuck? Entweder überlässt du sie mir oder du krepierst bei dem Versuch, sie zu retten. Das ist der Mann, der mich kaufen wollte. Hm. Oh mein Gott, sie wollen Billy. Uns wollen sie nicht, Carol. Jedenfalls nicht lebend. Billy, geh nach oben. Das Haus ist leer. Sie hatten es eilig, hier wegzukommen. Es macht dir doch sicher nichts aus, wenn wir selbst nachsehen, oder? Du hättest mein Angebot annehmen sollen. Oh Gott. Komm doch her, du Pisse. Er ist ganz alleine. Ich hätte mit euch seine ganze Bagage wäre dabei gewesen. Hätte ich ihn nicht alle umgebracht. Oh, das sind mehr. Billie Jean. Okay, irgendwie, ich will irgendwie nicht, dass die Leute sterben. Deswegen gebe ich denen jetzt alles, was ich habe. Und verteidige diese Familie mit meinem Leben. Billie Jean! Geh weg, Billie. Bullet meine ich. Bye, bye. Oh, wow, mache ich dir viel Damage, Bullet. Das ist ja wirklich unfassbar. Warte mal. Strong, schön, dass du auch mitmachst. Da hinten steht noch jemand. Da ist auch noch jemand. Mach du einfach den Rest. Strong, mach du den Rest. Irgendwas, du musst für irgendwas gut sein. Strong, siehst du nicht, dass die da stehen? So. Da ist noch jemand. Oder Leutnant. Auch gut, das ist der Leutnant. Lieutenant Dan. So, jetzt haben wir daneben geballert. Auch nicht schlecht. Hopp, ran. Na. Da. Das war echt Glück. Yeah. Für den Jungen. Glück. Und dass du uns vor diesem Mann gerettet hast. Mhm. Ein guter Junge. Er ist ein guter Junge. Hier, für dich. Ich wünschte, ich könnte dir mehr geben. Aber wir haben selbst nicht viel. Passt schon, ich habe euer Versteck gefunden. Ich nehme doch was. Ciao, ciao. Lalalalalalala. Gespeichert ist. Danke. It's ya boy skinny penis, na 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 na. Wie ich bin entdeckt. Wer hat mich entdeckt? Wurde Billy hier hochgebeamt? Achso, er sollte sich ja oben verstecken, ne? Der Billy, was machen Sie da, Sir? Das sind meine Kinderspielsachen. Wie, das steht hier auf. Ich kann nicht rausgehen und spielen. Meine Freunde sind alle tot.
Es ist fast wieder wie im Kühlschrank. Billy? Ich hätte nie gedacht, meine Eltern wiederzusehen. Danke. Deine Augen sind noch ziemlich normal. Die sind nicht so ghoulig wie die von den anderen. Geh mal runter, dass ich dein Zeug klauen kann. Strong, du bist einfach zu laut. Strong. Zum Glück warst du da. Ja. Als Bullet und seine Leute aufgetaucht. Ja. Und was kann deine Frau für mich tun? Ich habe ja immerhin euren Sohn. Ah. Passt schon, es hat sich erledigt. Zerfällt doch dann eh. Mensch, Skinners. Ja, Matt, brauchst bald mehr Munition, wenn die nochmal kommen. Also ich meine, die jetzt nicht, die sind ja tot, aber die anderen. What do we got here? Poseidon Energy. Okay. Oh oh. Terminal. Abflusspumpe. Oh, okay. Türzugang offline. Also ist hier zu? Nö. Aber ich kann von außen nicht da hoch. Okay. Da oben stehen nämlich Leute. Gemeine Leute. Das ist ein bisschen. Können wir da vielleicht rein? Ajo, haha. Ich habe euren Eingang gefunden. Ihr Viehkerl. Boah, dem habe ich eine mitgegeben. Bam! Bleib da stehen. Oh oh. Was ist das? Ich weiß nicht. Vor allem, was ist das da hinten? Oh, das ist ein Schiff. Da unten sieht man es. Eben ist es erschienen. Es ist mir erschienen. Im Traum. Ein Schiff. Geppetto. Hallo? Ich wegrenne, wenn ich einzoome. Wow! Oh, hi, Doggy! Baba, Doggy! Ach, jetzt auf einmal schießen sie auf mich. Könnt ihr mal aufhören? Hier, ja, Deckungsfeuer, bitteschön. Deckungsfeuer in your mom. Wow! Komm, die holen wir uns mal. Irgendwann ist ja auch wieder gut, oder? Boah, er ist geplatzt! Cool, dass wir doch hochkommen. Die bringen, glaube ich, auch wieder viel XP, diese Abenteurer, ne? Wow. Ziemlich. Oh, ich habe einen Critical gemacht, ich bin so dumm. Der war unnötig jetzt an der Stelle. Aber naja, was soll's. Okay. Ein Veteran auch noch. Oh, jetzt geht's aber los. Leute, jetzt geht's los. Ich glaube, das lassen wir gleich das Sack. Und reißen jetzt damit ein. Schön mit der Pappe. Drücken. Oh, du bist eine legendäre sogar. Eine legantöse. Mach du erstmal weiter. Ah, wir haben jetzt eh Zeitlupe, kostenlos, komplett ohne Jet zu nehmen. Was? Natürlich, die schießt ja weiter, wie dumm. Wir haben jetzt eine E-Zeitlupe und sie geholzt einfach weiter auf uns drauf. Nun ja, jetzt kann ich immerhin diesen Fehler hier nicht machen. Und für den da oben den Critical benutzen. Ich gehe jetzt nämlich zurück. Und dann gehen wir da hinten hoch. Über den anderen Weg. Hier. Können wir die vielleicht so ein bisschen abschmeißen mit... Genau. Bye bye. Ich glaube, ich habe ihn gar nicht getroffen. Ist das möglich? Bitteschön. Zum Glück können die nicht aufheben. Alter, er überlebt einfach diese Granate. Nein, nein. Warum schmeißt du auch eine? Are you dorm? So, holen wir uns halt mal die Troller. Sie versucht voll gegen das Hochgehen des Ding anzukommen. Oh, die presst ordentlich. Die hat uns in die Zeitlupe reingepresst. Ich gehe mal an Nate. Das wird eher eine Leichenfledderung. Oh, fällt die da hinten runter? Ajo, wow. Habe ich ja Leichenfederer! Naja.
Dann kürzen wir einfach mal, beziehungsweise verlängern hier lang. Machen eine schnelle Speicherung. Machen eine richtige Speicherung, bevor wir wieder 800 Jahre erspielen müssen. So, jetzt sind wir hier oben in ihrem Lager. Lecker Schmecker. Hallo. Bumm. Das ist hier wahrscheinlich die gleiche Anzeige wie unten, ne? Ja. Wird irgendwas versteckelt? Jawohl. Jawohl, sehr schön. So, von solchen Spielen hat man dieses Aiming nur auf dem Boden. Immer nur auf dem Boden aimen, weil man guckt, was da rumliegt. Ich glaube, sie ist direkt da vorne. Das heißt, wir können sie von hier echt gut beuteln. Ah, jetzt nehmen wir mal die Dinge ran. Wow. Oh mein Gott, ist das cool. Das Ding schmeiße ich direkt wieder weg da von da. Ja, 25, 45er. Was haben wir für einen 45er? Ajo, weg mit dem Schotter. Ich rüste auch noch aus. Bin ich blöd oder was? Ja, Menschen mögen gut, Kollekin. Mönchlein. Ja, die auch mal nachladen. Da müssen wir unbedingt ein dickeres Magazin ran machen, falls es irgendwie geht. Okay. Dann ist ja vorne noch. Da ist hier so ein Schiff. Da rechts. Und da links nochmal eine Siedlung. Komm, die erforschen wir jetzt noch. Ich glaube, dann haben wir so gut wie alles erforscht. Also es fehlt halt hier noch ein sehr, sehr großer Haufen und wahrscheinlich hier zwischendrin auch noch ein bisschen was. Aber übrigens Big Johns Ding ist, glaube ich, diese Ultra-Hardcore-Mutantenfestung. Jetzt erforschen wir mal das da hinten. Ich drücke ab und an auf Q, dass wir, falls hier ein Feind in der Nähe wäre, ein wilder Ghoul-Pirscher. Dass wir das sehen. Ah, hallo. Zwei Stück. Okay. Die kommen einfach hier rausgekrabbelt. Richtig eklige Boys. Lass mich noch ganz kurz da hinten zu dem Leuchtturm. Der ist ja ultra nice. Aber vielleicht gehe ich auf die Straße hoch. Oh. Hey. Da ist bestimmt ein Secret. Irgendwas ist da. Pass auf, es kommt gleich eine unsichtbare Wand. Das geht doch nicht. Du kannst du nicht lang. Was machen die Möwen da? Die stacken. Das ist das Zeichen. Das sind Raben, die man einfach totschießen kann. Okay. Und dann fallen sie auf den Boden. Auf Leuchten. Coole mit Leuchten. Spinnen seien schlecht. Wo sind hier Leuchtegule? Da oben drin oder was? Wahrscheinlich ist da oben einer. Oh, ist das cool. Okay, das machen wir. Das machen wir. Ich speichere Hardcore und wir gehen hin. Jetzt geh, Breed, jetzt geh. Hallo? Sind hier vielleicht leuchtende Bastarde? Oh Gott, oh Gott! The fuck? Was war das? Da unter mir sind diese komischen Ratten, diese kleinen, diese Nester sind aufgegangen. Na okay, er macht das. Wir gucken, was da oben abgeht. Guck mal. Aha. Okay, ist ja, wo ist jetzt der überkrasse Ghoulibool? Da ist ja gar niemand. Oh, ist das, okay, das ist nice. Da ist eine 10mm Pistole. Ein Wecker. Sauberes Kleid. Munition und ein Safe. Da hat sich jemand verbunkert hier oben. Finde ich ganz schön krass, dass diese Lampen so lange halten. Also ich weiß nicht, wie lange solche... Die Lampe, die man da rechts so verblurrt sieht. Ich weiß nicht, wie lange so eine Lampe hier hält. Keine Gaslaterne. Unterlang kann es doch nicht sein, oder? Ich meine, guck mal, es dauert schon eine Zeit, bis man so aussieht. Geh mal zur Seite, ich will durchlaufen. Ja, wir sind eh voll. Okay, und jetzt machen wir natürlich den Jump des Jahrhunderts. 360 No-Scope ins Wasser, ohne zu sterben. Speichern, nicht laden, ne, ne. So. 360 No-Hope! Okay, gut, hat sich erledigt.
Leider etwas zu seicht. Wie seicht er? 300 Things, die Non-Scomp. Achtung, Bro. Ich glaube, wenn ich einfach laufe, geht's schneller. Einfach runterrennen. Geht's am schnellste. So. Und raus aus dem Güllewasser. Und ran in das Riesenschiff. Wow. Da vorne ist noch mal ein kleines. Ist das da drüben eine... Sieht aus wie so eine Königin. Ne, ist keine. Aber wen haben wir denn da? Boah! Ausgeschaltet, instant. Was ist das? Hä? Okay, es ist ein... Mysterium. Das sehen wir hier, aber jetzt nicht mehr. Alles klar. Ich verstehe schon, was ist da oben? Was geht da? Nee, nee, nee. Strong. Einmal draufhauen, bitte. Strong draufschießen muss. Draufschießen muss mit Ben. Oder schlagen. Boah, Strong hat den auf den Boden geklopft. Jawohl, sehr gut. Schrot ist echt immer sinnvoll bei denen. Was ist denn das da? Ach, einfach nur ein Baumstamm. Guck mal, die... Hat er das gehört? Das war doch eben dieser übliche Sound. Ich weiß gerade nicht, also auch von Fallout. Irgendwas... Oh, guck mal hier. Raider. Eine Raiderburg. Zu lustig. Zu lustig. Die kommen ja hier gar nicht runtergefahren. Oh fuck. Okay. Die sind ja ultra low. Ich habe eben gedacht, dass es hier hinten eine ultra high level area wäre. Ich meine, immerhin sind wir jetzt am untersten Ende der Map. Da braucht schon ein bisschen Eier, um da hinzukommen, oder? Oder etwa doch nicht? Boah, wie sich das anhört. Richtig am Shaken, das Ding. Es shakt sich brutal. Sind hier unten auch welche? Komme ich von hier unten da hoch? What the fuck? Die schießen durch irgendwelche Rillen. Das ist ja frech. Das könnt ihr doch nicht machen. Was? Wie labern die denn bitte schön? Uki Anker da, Anker da os. Uga da, Iger da, Lalalala. Wie kommt man denn auf euer verkacktes Schiff rauf? Wahrscheinlich geht's genau von der anderen Seite und ich stehe hier blöd. Halt, da unten krabbelt irgendwas. Da sind doch Krabbelfische, oder? Ah! Oh mein Gott, 380 Grad No Scope in sein Face. Da ist der auf. Oh. Leute, habt ihr das gesehen, wie gut ich bin mit dem mit der Snipe? 390. 4 mal 3. Bitte wird 8, 9, macht 600. So. Chillt. Alter, wir gehen jetzt so und reißen die auseinander, dafür, dass sie so behindert sprechen. Ich komme. It's your boy. Strong, hör auf, immer so auszusehen, als wenn du ein Gegner wärst. Dankeschön. Mit Strong. Warum sind wir hier verstrahlt? Nee, die sind nicht weg. Oh ja, Strong. Wir können jetzt gerade einmal die Geschütze ausstellen. Das finde ich eh so dumm, dass man die nicht umstellen kann. Wenn man die schon gehackt hat, sollte man sie einfach umstellen können. Dass sie dann für einen selbst kämpfen. So, ich werde jetzt ab jetzt gucken, was ich da mache. Also, Wrenching. Oh, sehr gut. Oh, das könnte sogar sein. Ja, Schiesel. Ja, ja. Scheinwerfersteuerung, Licht ausschalten. Und wir machen auch mal die Geschütze aus, bevor das komplett den Strong zerlegt. Die ausschalten. Haben Kampf gewollt. Ja. Yeah. Trotzdem muss man so kaputt machen, dass man. Ja. Schleichschaden, meine Leute. Mal drei Geschütze in Reihe gewesen.
So, da läuft einer da unten. Jetzt habe ich ihn wieder verpennt, sorry. Nein, dann machen wir gleich. Hier geht's wahrscheinlich irgendwie drüber, ne? Das ist ein Tor. Okay. Warum nicht? Was habt ihr denn hier liegen? Warum sind die alle schon tot? Hä? Warum sind die jetzt bitte schon alle schon down? Vielleicht Musik. Mal mal kurz aus. Kid, wie die aussehen. Richtig widerliche Viecher. Wo ist denn der Sack jetzt hin? Wartet mal, da oben ist noch irgendwas. Ah, keine Ahnung. Und weg. Und es gibt einen Nutshot. Oh, da kriege ich direkt wieder Bock auf Ding, auf Sniper Elite, da wie das Spiel heißt. Ja, ich habe Sniper Elite. Hä? Warum geht das nicht hoch? Warum fängt das nicht an zu brennen? Ah. Ja, Sniper Elite. Das wäre auch was Geiles. Das habe ich aber nur auf der Xbox. Da müsste ich die Elgato wieder rausholen. Ich habe keine 60 FPS Elgato, nur diese allererste, ganz, ganz alte Elgato. Die in 30 FPS und ganz normal im HD aufnimmt, glaube ich. Das wäre natürlich immer wieder eine geile Sache. Ich habe 8 Trilliarden Spiele auf den ganzen Konsolen. Da könnte ich auch was Schickes machen, aber... Ich habe einfach zu viele Pläne und zu wenig Zeit, beziehungsweise die Zeit ist schon da, aber es muss über Jahre gestreckt werden, dass das alles gemacht werden kann. So. Da drin waren die zwei. Das waren die, die so komisch gelabert haben. Ja gut, wenn man so aussieht, würde ich auch komisch sprechen, ne? Billardkö. Nee. Verschwindibus! Das ist eine Verschwindibus-Waffe. Habe ich ihn jetzt hat die so einen Rückstoß? Das haben wir auch schon bei anderen gemerkt, die wir angeschossen haben. Die sind, also die hat es immer zurückgebollert wie Sau. Wer ist denn der Anführer von dem Puff hier? Du, Stück Geschütz. Ich sag bloß, die haben wir echt alle gejuckelt. Also guck mal, wie locker wir das rumheben. Guck mal. Ha, jetzt riecht jemand auf den Kopf da unten. Hallo, hallo. Selfboy, okay, die müssen wir auch wieder ablegen. Wir haben schon wieder einige gesammelt. Ah. Eine Atombombe, okay. Waren das echt schon alle? Ich nehme wieder diesen Schotter mit, diese Dandy Boy Äpfel und den Kack. Das ist. Jetzt esse ich es auch noch. Ich sehe, das macht uns einfach schwer. Was war das andere? Äpfel oder so? Keine Ahnung. Red Away Mini Atombombe. Und jetzt gucken wir mal hier rein in dieses Terminal. Immerhin ein Experten-Terminal. Peditus. Question. Finalize. Ach, sorry. Oh Gott. Sperre eingeleitet. Tja, zum Glück habe ich eben noch gespeichert. Ich muss mich konzentrieren. Zumindest ein bisschen mitdenken. Nicht einfach nur durchdrücken. Obwohl man ja manchmal einfach... Passt auf, ich bin mir sicher, dass es jetzt klappt. 1, 2, 3. Schüssel. Da war sogar ein Vierer dabei. Au. Also, defeating. 1. Okay. Schreit ruhig, wenn ich einen Fehler mache, gell? Sag mal, gibt's hier. Ist hier keine Über. Ah, doch, da. Da das I da hinten ist es. Dann ist es das. Nicht. Scheiß die Wand an. Hä? Ich hab doch genau hingeguckt, Villagers. 3 Stück. Okay. Glaubt ihr? Nee, es ist der richtige Buchstabe und die richtige Stelle. Ne? Wenn ich das hier drücke, dann ist es 0, genau. Alles cool, sorry. Dumm. Naja, manchmal schimpfst du mich irgendwie dann doch nicht. Ja. Okay. Obwohl ich genau drauf gucke, macht dann plötzlich irgendwas Sinn, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat, beziehungsweise macht keinen Sinn, obwohl es Sinn gemacht hat. Das haben wir doch alles schon gemacht. Deaktiviert. Hier kann man runterfahren. Mit dem Boot. Wenn man sich dann einmal durchgekämpft hat, was ist denn das? Ja! Na also. Beweglichkeitswackelpuppe, juhu! Und dann einfach wie so ein Beweglichkeitsdödel hier runterfallen. Nee. Komm mit, Strong! Wir fahren runter! Brrr. Follow me, Strongerino. Du altes Bambino. Wir gehen jetzt nach da vorne. Das ist bestimmt eine Basis. Sicherlich eine Base. Hopp, renn. Strong.
Trampel nicht immer so. Halt, stopp. Cedric. Kederik. Gut, Warwick. Hallo, Kederik. Ich bin noch nicht lange hier. Oh. Kenn die Leute, ehrlich gesagt, noch nicht so gut. Entschuldigung? Ich nehme an, dass du mit den Warwicks reden möchtest. Ja, wo sind die? Bin nur ein Tagebild. Ach, halt doch die Gosch, halt doch die Faschisten, Herr Gosch. Viel mehr gibt's da nicht zu sagen. Wir müssen uns mit der Visitin verbünden. Wo sind die Warwicks? Sind die hier drin? Oh Gott. Hier sind ja richtig viele Bett. Oh, ihr steht. Janie redet immer nur über Klamotten und Jungs. Alter, wieder. So langweilig. Wie der gekleidet ist. Hallo. Früher waren wir alle krank und hungrig. Ich hatte schon Angst, dass wir alle sterben müssen. Wo sind deine Eltern, Jung? Ich muss hier mal diese ganze City übernehmen. Das gehört jetzt... Da ist... Ach so. Wenn du wirklich mithelfen möchtest, dann pflück ein paar Potatoes und bring sie hierher. Ich gebe dir 2 Kronkorken pro Stück. Ja, läuft bei dir. Hier. Ja, hier bitte. Da sind deine Kronkorken. Oh, voll Unfreund. Keine. Keine Kronkorken. Nein. Wir haben ein paar Vorräte im Angebot, wenn du Interesse hast. Die leben, what the fuck? Jo. Eine Weile hatten wir echt magere Zeiten. Aber jetzt haben wir genug zum Verkaufen. Interesse? Krass, die haben riesige... Was? Die haben ein riesiges Zeug. Hört sich an, als hättet ihr harte Zeiten hinter euch. Ja, ein paar Supermutanten kamen vorbei und zerlegten hier alles. Mach ich euch locker aber weg. Aber egal, jetzt sieht es besser aus. Schau dich nur um. Ja, weil wir ich sie gekillt habe. Wir brauchen. Hallo? Eins sage ich dir. Wenn du hier draußen eine Farm aufbauen willst, solltest du besser bereit sein, für sie zu kämpfen. Okay, Warum heuert ihr keine Wachen an? Selbst wenn wir die ernähren, unterbringen und bezahlen könnten, müssten wir noch immer Menschen finden, denen wir vertrauen können. Wenn es um den Schutz unserer Familie geht, müssen Robert und ich auf Nummer sicher gehen. Wie sieht's mit dir aus? Hast du Familie? Ja. Ich habe einen Sohn, Sean. Meine Frau habe ich verloren. Oh, das tut mir leid. Ich hätte wohl nicht fragen sollen. Hoffentlich habe ich da keine alten Wunden aufgerissen. Naja, doch. Schon gut. Konntest du ja nicht wissen. Ist nett, dass du das sagst. Ich habe mich für eine Unterhaltung wohl schon genug blamiert. Aber war schön, mit dir zu reden. Und hoffentlich... Ja, und zwar, wie sieht's aus? Geldmäßig, kann ich euch hier irgendwie abziehen? Ich habe hier ja noch nie gesehen. Bist du neu? Ja, hier? Ja, ich bin neu, ja, ja. Ja, bin zum ersten Mal. Wenn das so ist, herzlich willkommen. Wir freuen uns hier auf Good Warwick immer über Gäste. Nicht Gäste, ich weiß schon, werden. Was du dir jetzt denkst. Wer errichtet denn bitte eine Farm in so einer Gegend? Ist zwar nicht sonderlich imposant und dann der Geruch, aber das ist es ja. Weißt du, das hier war früher mal eine Kläranlage. Der fruchtbarste Boden des Commonwealth befindet sich direkt unter unseren Füßen. Das klingt gut. Kein Wunder, dass hier alles so gut wächst. Bah, Brahmen essen, Menschen essen, Tatos oder Bäume nicht mögen. Ja? Das tut es tatsächlich. Ja, ich ja. muss zugeben, dass ich mich glücklich schätzen kann, mich überhaupt mit dir unterhalten zu können. Vor einer Weile hatten wir es echt übel. Ein paar Supermutanten haben uns angegriffen und die gesamte Ernte verwüstet. Früher hätten uns die Minutemen geholfen, aber die haben derzeit wohl genug damit zu tun, sich zu streiten. Also waren wir Fake auf uns news. Allein gestellt und wären allesamt fast verhungert. Kein Mann sollte seine Frau und seine Kinder leiden sehen müssen. Weißt du, was ich meine? Ja, und zwar... Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Die Minutemen sind wieder da. Und wir werden euch nicht nochmal im Stich lassen. Nichts für ungut, aber das glaube ich erst, wenn... Ja, okay, was soll ich machen? Auch sei. Schau dich ruhig um, okay? Wir haben ein bisschen was zum Verkauf, falls du... Die Roger, was Janie und Warwick, kann ich machen? Die sind immer halt noch. Deine Gosch, war was ich schön, ich? Mit dir zu reden. Halt deine verschissene Guschen. Mr. Warwick? June ist eine echt tolle Köchin. Einen guten Schluck vertragen. Ich zu, dass das mit ein Grund war, sie zu heiraten. Okay. Ja, gut. Wenn hier, also scheinbar will hier ja das niemand irgendwie, dass ich ihn... was ich habe. Steht ständig unter Strom. Den muss man rund um die Uhr im Auge behalten. Was wär's? Früher waren wir alle krank und hungrig. Ihr seid immer noch ziemlich krank. Hungrig vielleicht nicht, aber ihr seht schon ziemlich ungesund aus, Leute. Oh, no, 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 no. Hoppala, wir gehen mal zurück nach Sanctuary und legen mal ab. Denn jetzt ist die Folge gleich vorbei und nicht so knapp wie letztes Mal, beziehungsweise so prompt, sondern mit einem schönen auslaufenden Ende. Oh, $32 für so ein Heft. Sind die bescheuert oder was? Und so los. Wer hat sich denn das ausgedacht, mein Gott? Oh, legen wir den Kram mal ab. Maas, ich habe gelesen über dich. Du hast dir also damals in Quincy die Hose vollgeschissen. Bisschen peinlich, Maas, oder? Meinst du nicht auch? So, Dandy Boy Äpfel, weg damit.
Was haben wir hier jetzt noch? Wir haben noch Blutpaket. Miat-Paket. Weg damit. Dann haben wir noch Lebensmittelpaste. Weg. Paket. Und Stealth Boy mache ich auch einen weg. Okay, das war's. Mods haben wir noch. Die kommen hier rein in unseren Modkasten. So. Und Schrott haben wir jetzt keinen mehr, ne? Ja. Okay, was war es jetzt noch bezüglich der Skillung? Wir haben jetzt ja wieder einen Skillpunkt und wir wollten gucken. Das hier. Wir brauchen dafür Schnorrer und Rüstungsmeister. Also ich gehe jetzt einfach mal einmal auf Schnorrer und danach auf Rüstungsmeister. Ich denke, Schnorrer hilft uns generell, weil wir dann auch mehr Zeug finden. Schnorrer, wo ist das? Muss eigentlich ziemlich weit oben sein. Schnorrerlein. Ich bin wahrscheinlich wieder blind, oder? Ich sehe es nicht, ich sehe es wieder nicht. So wie ich mich kenne. Ich bin bei sowas echt ultra blind. Langfinger. Da ist es doch, Schnorrer. Okay. Du weißt, wie man plündert, um weiterzukämpfen. Du findest mehr Munition in Behältern. Ja. Wir waren jetzt schon diverse Male knapp an Munition. Da ist es schon nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen am Schnorrer sind. Da. Okay. Ich denke, wir sind eh bald wieder Level Up, oder? Wo sieht man das nochmal? Hier. Hier vorne bei Stat. Ah, hier auch schon wieder bei der Hälfte. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.